Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pastoral waren am 4. November zur Pastoraltagung nach Passau gekommen, um ein hochaktuelles Thema zu diskutieren: Sakramente und Sakramentalität. Besonders nachgefragt seien Sakramente heute schließlich nicht mehr, so der Referent Professor Jürgen Werbeck. Es muss eine Menge an Einsatz passieren, damit die Feier der Sakramente als solche wahrnehmbar wird. Nicht? Also ein Gottesdienst, eine Eucharistiefeier kann nicht einfach gewissermaßen abgefeiert werden. Da sollte und muss mehr Rücksicht genommen werden, gewissermaßen auf die Feierbedürfnisse von Menschen, auf die Ritualbedürfnisse von Menschen. Sakramentalität mache die Kirche schließlich in ihrem Innersten aus, betont Bischof Stefan Oster. Im Grunde geht es um das Ineinander von wirklicher Gegenwart Gottes in endlichen Zeichen, in endlicher Wirklichkeit. Das Ineinander von göttlicher und endlicher Wirklichkeit bedeutet im Grunde Sakramentalität. Und wir haben unsere 7 Sakramente. Und wir sagen, die Kirche als Ganzes ist auch eine Art Sakrament, weil in der Kirche Gott gegenwärtig ist. Doch hätten sich die Bedürfnisse der Gläubigen, so Theologe Werbeck, im Lauf der Zeit stark geändert. Wir sind es nicht gewohnt, also den rituellen und den Feiercharakter der Sakramente in den Vordergrund zu stellen. Aber das ist oft das, was die Menschen nachsuchen. Nicht Ableistung eines Ritus, weil man muss. Nein, man muss nicht mehr. Sondern Menschen fragen nach dem Erfahrungswert, nach der Lebensvertiefung, die ihnen da eröffnet wird. In den Sakramenten erfahre man schließlich die Schönheit und Tiefe des Glaubens, so Bischof Oster. Es geht, glaube ich, auch vor allem auch in den Einführungssakramenten, Taufe, Erstkommunion, Firmung, auch darum, dass wir Menschen helfen, diese Wirklichkeit tiefer zu verstehen, als nur, sagen wir mal, es ist ein schönes Familienfest. Es ist wirklich so, dass Gott an uns handelt. Und Menschen darauf vorzubereiten, in heutiger Weise vorzubereiten, das ist die Herausforderung. Aber wir haben viele sehr kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich da Wege einfallen lassen. Ziel ist schließlich, Sakramente und Sakramentalität im Bistum Passau zu stärken.